Der gestrige Handelstag war tralala, das war praktisch ein Tag zum Vergessen. Halber Feiertag in den USA, Veterans Day, minimalste Volumen, praktisch nichts los. Aber heute wird man sehr genau hinschauen, was beim US-Verbrauchervertrauen passiert. Denn da werden wir die Auswirkungen der Inflation sehen. Da werden wir sehen, wie ist der US-Konsument gestimmt. Und der ist ja nicht ganz unbedeutend für die US-Wirtschaft und damit für die Weltmärkte insgesamt, kann man sagen, für die Finanzmärkte insgesamt. Es geht um Vertrauen. Es geht um die Erwartung der Menschen. Das hat großen Einfluss auf das, was dann faktisch auch kommen wird. Und es geht darum, und ich glaube, das ist etwas, was die Märkte noch nicht so ganz überrissen haben, nach meiner Auffassung, nämlich, dass dieses Thema Inflation jetzt durch die Veröffentlichung der Daten am Mittwoch, die ja deutlich höher einmal mehr ausgefallen sind, waren, dass dieses Thema inzwischen hochpolitisch ist, dass die Politik jetzt agieren und vor allem reagieren muss. Und das hat Auswirkungen auf die Fed, das hat Auswirkungen auf die Nominierung von Powell oder Brainard. Es hat aber vor allem Auswirkungen auf die Fed, denn der Druck ist jetzt da, bekämpft uns diese Inflation. Und das bedeutet auf der anderen Seite, wie könnt ihr dann weiter Geld in die Märkte pumpen, wenn ihr doch eigentlich die Inflation bekämpfen sollt. Denn diese Inflation ist ein politisches Problem, weil die Kaufkraft der Amerikaner erodiert und damit der Konsum leidet. Und wenn der Konsum leidet, dann ist der Amerika hat ein Problem, um es mal so zu formulieren. Hier sehen wir mal dieses Verbrauchervertrauen der Uni Michigan, kommt heute 16 Uhr, die neuesten frischen Daten. Und wir sehen, da hatten wir einen Aufschwung gehabt, zunächst mal vor Corona oder mit Corona, dann natürlich das Verbrauchervertrauen runter. Wir sind jetzt aber teilweise unter den Niveaus zu der Zeit, als die Lockdowns noch in den USA weitgehend der Fall waren. Das ist sprechend. Dann kamen die Helikopter-Shakes, die Stimmung stieg, ebenso wie die Aktienmärkte. Jetzt sehen wir, dass das Verbrauchervertrauen sehr stark divergiert von den Aktienmärkten. Das Verbrauchervertrauen ist runtergegangen, die Aktienmärkte sind weiter gestiegen. Wenn man die Amerikaner fragt, ist es eine schlechte Zeit, jetzt ein Haus zu kaufen, dann sagen zwei Drittel, ja, sehr schlechte Zeit, weil die Preise so massiv gestiegen sind. Oder ein Auto zu kaufen, sagen auch viele, das ist eine schlechte Zeit. Und das wird bedeuten, dass sie sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. Das wird also früher oder später die Nachfrage killen, wenn die Preise so stark gestiegen sind. Dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir, dass das also schon deutliche Spuren hinterlässt. Wer in den USA sich bewegt, der merkt, wow, die Preise steigen massiv an, auch in Deutschland in so kleinteiligen Dingen, wenn Sie etwa mal in den Baumarkt gucken, was da für Preissteigerungen sind, 35, 50, 75%, und das in sehr, sehr kurzer Zeit. Fällt oft nicht so auf, weil es eher kleine Beträge sind. Was vorher 1 Euro kostet, kostet dann eben 1,30. Okay, kann man mal drüber hinwegsehen, aber es sind eben 30%. Dementsprechend knallt das on the long run schon rein. Und das Ganze Thema ist jetzt, wie gesagt, politisch sehr stark aufgeladen. Biden muss jetzt agieren, er muss etwas tun, denn wir sehen, dass hier auch die Basiseffekte dafür sorgen werden. Ich hatte das schon mal gezeigt, dass wir wahrscheinlich bis März jetzt hohe Inflationsraten haben werden, eben weil die Vorjahresmonate sehr niedrig waren. Wir dürften bei 6,9% im Core CPI, also in der Kernrate ohne Nahrung und Energie, das wird bedeuten, dass dann wahrscheinlich die normale Verbraucher, also wo Nahrung und Energie mit drin sind, noch höher sein wird. Hier sehen wir, wie Pantheon Macro das aufzeigt, wie das Ganze sich entwickeln wird. Und kein Wunder, man hat sozusagen Geld gedruckt, um die Nachfrage zu stimulieren. Dann ist die Nachfrage gekommen. Man druckt weiter Geld, aber das Angebot ist durch Lieferkettenprobleme, Materialmangel etc. eben geringer geworden, sodass wir eine völlig heiß laufende Nachfragesituation haben. Bei viel zu wenig Angebot, das nennt man dann Inflation. Wenn es also mehr Nachfrage und mehr Geld nach Gütern als eben diese Güter gibt, dann steigen die Preise für die Güter. Genau das passiert derzeit. Und jetzt ist eben die Situation, wie kommst du aus diesem Teufelskreis raus, in den du dich als Notenbank selbst reinmanövriert hast. Wie gesagt, das wird jetzt Konsequenzen haben. Joe Biden muss etwas tun, er muss ein Signal setzen. Deswegen, nach meiner Auffassung, da kann ich mich vertun, aber das wäre meine Einschätzung, dadurch, dass das Thema jetzt sehr, sehr politisch geworden ist und Paul, naja, zuletzt einen eher weniger guten Leumund hatte, seine Kollegen und er selbst ziemlich aktiv in den Märkten, die sie aktiv manipulieren. Das ist etwas, was schon mal negativ ist. Dann dieses ständige Gerede von Transitory, was jetzt nicht mehr aufrecht zu erhalten ist.
Und jetzt haben wir eine Lael Brainard, die zum Beispiel in Sachen Regularien deutlich strenger ist als Jerome Powell, der ja da sehr liberal unterwegs ist, kann man sagen. Die Lael Brainard liegt da viel mehr auf der Linie von Biden, ist auch jemand, der sich sehr stark in Sachen Umweltpolitik engagiert. Umweltpolitik und Finanzmärkte, was hat Umwelt, was hat Klimaveränderung für Folgen für die Wirtschaft? Das ist so ein Thema, das natürlich der Biden-Administration auch gut schmeckt. Dementsprechend dürfte sie politisch durchaus ein sehr interessanter Kandidat sein, eine interessante Kandidatin. Und damit aber unter Druck kommen, denn Lael Brainard hat noch nie bei irgendeiner Sitzung dagegen gestimmt. Gibt ja, wenn Sie diese Statements lesen, Voting for, bla bla und Voting against, und Lael Brainard hat sich noch nie gegen irgendetwas ausgesprochen. Das heißt, sie ist vielleicht auch ein bisschen beeinflussbarer, formbarer durch die Politik. Auch das könnte eine Überlegung für Joe Biden sein, sie zu nehmen. Was Sie gerade gesehen haben, ein Artikel im Wall Street Journal, der das nochmal, in der Washington Post, der nochmal zeigt, ja, also eigentlich passt diese Lael Brainard gut zu dieser Agenda von Biden. Dementsprechend würde ich nicht die Wettquote gutheißen, die derzeit der Fall ist, mit 70% eine neue Nominierung von Powell. Sei es drum. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter in Sachen Inflation? Und Ray Dalio versucht mal klarzumachen, der legendäre Investor, die Leute freuen sich, weil ihre Assetpreise steigen, aber sie merken nicht, dass ihre Kaufkraft erodiert. Hier sehen wir mal die gleichgewichtete Inflation in der Welt, wie die nach oben geschossen ist, 4,9%, damit noch deutlich unter der Inflation in den USA, aber etwas über der Inflation in Deutschland. Wir sind also da noch unterdurchschnittlich, zumindest nach offizieller Berechnung. Jetzt, was kann das Problem lösen? Wir haben schon eigentlich, Supply Chain is running at 100%. Die läuft schon auf 100%. Viel mehr wird man da nicht machen können. Ja, okay, man hat Container bestellt, man versucht Chipfabriken zu bauen etc., Schiffe zu ordern, ja. Aber dennoch, es sind dann so kleine Nadelöhre wie LKW-Fahrer, wie die ganze Struktur in den Häfen, die Infrastruktur in den Häfen, die gar keinen größeren Durchsatz erlauben. Selbst wenn ich mehr Container habe, selbst wenn ich mehr LKW-Fahrer hätte, dann sind es solche Probleme, an die man erstmal gar nicht denkt. All das ist interessant. Und Jim Bianco sagt jetzt hier, okay, das Einzige, was dazu führen wird, dass die Preise irgendwann fallen, ist, dass die Preise so hoch steigen, dass die Nachfrage gekillt wird. Die Leute also sagen, nö, ich kaufe die jetzt nicht mehr, weil das ist schlichtweg zu teuer, das kann ich mir nicht mehr leisten. Erst dann werden die Preise fallen. So weit sind wir aber noch nicht. Da werden wir den Hochpunkt eben wahrscheinlich erst ja, um den März 2022 erleben. Jedenfalls auch Jim Bianco hat hier dieses Motiv aufgenommen. Transitory died mit dem CPI-Report. Also das Team Transitory ist jetzt ziemlich mausetot. Gucken wir mal hier nach Deutschland. Getreidepreise mit neuem Allzeithoch jetzt bei ca. 300 Euro. Liegt daran, dass die Russen Exportbeschränkungen auferlegen. Wer exportiert als russischer Weizenproduzent, der muss darauf Steuern dann zahlen. Und das ist ungünstig. Das wird die ganze Nahrungsmittelsituation, die ohnehin schon angespannt ist, noch weiter verschärfen, zumal Dünger ja massiv gestiegen ist. By the way, die USA, Geheimdienst hat gestern gewarnt, dass russische Truppen bald die Ukraine einmarschieren könnten. Invasion ist hier die Meldung gewesen. Interessanter Punkt. Die ganze Situation mit Belarus und Russland, Anrainerstaaten, Baltikum, Polen, die verschärft sich ja derzeit. Das ist sicherlich ein Faktor, der jetzt auch noch zu berücksichtigen ist. Gucken wir mal jetzt, wenn wir zu den Märkten kommen, auf das Handelsvolumen gestern. Wir haben gestern 34 Millionen Spider-Kontrakte gesehen. Spider ist das maßgebliche ETF auf den S&P 500. Und wir waren eh jetzt schon dünnvolumig unterwegs in letzter Zeit, muss man sagen. Aber das ist das geringste Volumen mit. Das geringste gab, glaube ich, einen Tag, der ähnlich volumenschwach war. Also was gestern passiert ist, das können Sie faktisch vergessen. Aber es wird Interessantes kommen, denn Elon, der Musky, der Tesla Musk, der hat ja schon einige Aktien verkauft von sich. Sie erinnern sich an die Abstimmung, die er gemacht hat, nachdem er faktisch vorher beschlossen hat, Aktien zu verkaufen, hat er dann eine Abstimmung gemacht, soll ich meine Aktien verkaufen? Kann man machen, ne? Das ist praktisch Demokratie von hinten. Jedenfalls hat er 4,5 Millionen verkauft, aber er muss noch 12,5 Millionen Aktien verkaufen, so wie es aussieht. Jetzt ist das Abgefahrene, dass jedes Mal, wenn Elon Musk verkauft hat, was passiert ist?
Der Kurs von Tesla ist gestiegen. Das ist ja nicht das, was man gemeinhin erwarten würde, weil ja jemand sozusagen Aktien auf den Markt schmeißt. Das bringt normalerweise den Kurs unter Druck. Aber das Gegenteil ist passiert, wie hier Spot Gamma zeigte, wo man hier sieht, welche Optionsdinge da abgelaufen sind. Und da ist sozusagen über den Optionsmarkt reichlich gedreht worden. Da haben irgendwelche Leute massiv Tesla-Calls gekauft an dem Tag, an dem Elon Musk seine Aktien verkauft hat. Jetzt müssen, wenn diese Leute Tesla-Calls kaufen, müssen sich dann die Market Maker meist absichern, müssen die Tesla-Aktie kaufen. So entsteht eine Dynamik und so konnte Elon Musk wunderbar in diesen steigenden Preis hinein seine Stücke verkaufen. Er will ja nicht ärmer werden. Hier sehen wir mal, der Kurs ist 12% gefallen, als Musk keine einzige seiner Aktien verkauft hat. Das muss man sich mal vorstellen. Und er ist gestiegen, als er die bisher größte Position verkauft hat. Also das ist wirklich ziemlich tricky. Ich bin mal gespannt, ob man ihm da mal irgendwann auf die Füße klopfen wird, auf die Hände klopfen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zufall ist. Das sieht ein bisschen nach Arrangement aus. Der gute Elon ist mit allen Wassern gewaschen. Insgesamt sehen wir, dass die Shorts jetzt im Future-Bereich so gering sind wie seit Jahrzehnten nicht mehr. No one is short. Und wir sehen interessanterweise, dass die Get-Out-and-Party-Stocks jetzt schlechter performen als die Stay-at-Home-Stocks. Also da ist die Corona-Sorgen wieder der Fall? Fragezeichen. Insgesamt sehen wir, wenn wir uns jetzt mal die Bewertungen anschauen, es gibt ja die sogenannte EV-EBITDA Enterprise Multiple, also EV ist das Enterprise Value, das ist die Marktkapitalisierung plus die Schulden eines Unternehmens minus Cash und Cash-Äquivalente eines Unternehmens und EBITDA ist ja die Gewinne vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen und so weiter und so fort. Jedenfalls sehen wir, wenn wir da mal den S&P und den Nasdaq vergleichen, wie viel teurer der Nasdaq ist. Der hat hier einen Faktor von 34,1, der S&P nur einen Faktor von 14. Also wir sehen, dass diese Tech-Werte, die natürlich teilweise sehr, sehr gutes Geld verdienen, dennoch zu teuer sind. Das muss man sagen. Auch wenn die Leute glauben, es wird immer so weitergehen. Insgesamt sehen wir einen extremen Gleichlauf zwischen 2019 und 2021. Wir sehen eine ganz ähnliche Struktur. Sven Henrik meint hier, das sieht aus wie ein Liquidity Video Game on Autopilot, also wie jemand, der ein Videospiel namens Liquidität spielt und das auf Autopilot. Das ist offenkundig eine Parallele und wir sehen auch eine Parallele, wenn wir uns jetzt mal den 4M Greed Index anschauen, wie Michael Santoli gestern gezeigt hat, November. Wir waren ja über 84 gestiegen beim 4M Greed Index, also extreme Gier, sind ein bisschen zurückgekommen, aber nicht viel. Diese Struktur sieht auch genauso aus wie November 2019. Ich weiß nicht, ob Sie es da erkennen können in der Grafik. Da hat der gute Santoli, hat da auch mal hier gelb das markiert. Also auch damals war das so, dass im November die Gier sehr ausgebreitet war. Kurze Rücksetzer, dann nochmal nach oben und dann ein ziemlich heftiger Rücksetzer, wo dann der 4M Greed Index Richtung 0 gefallen ist. Hier unten sehen wir mal das Seasonal Pattern beim S&P 500. Das könnte bedeuten, dass wir zumindest so ein bisschen choppy sind bis Thanksgiving, das wäre der 25. November. Bis dahin will ja auch der gute Joe Biden dann die Fed-Nominierung bekannt geben. Kommen wir jetzt noch zu China. Goldman Sachs hat seine Erwartungen, seinen Outlook für chinesische Aktien angehoben. Man erwartet eine geringere Regulation, also man geht davon aus, dass die da etwas die Schraube lockern. Wir sehen unten hier mal den Vergleich zwischen S&P 500 und Shanghai Composite. Massiver Performance-Differenz, chinesische Aktien schlecht gelaufen, amerikanische gut gelaufen. Insgesamt sehen wir, hatten wir den Singles Day in China mit dem geringsten Wachstum, diesmal bei Alibabas Umsätzen, immer noch 8,5% gestiegen und je höher man kommt, umso schwieriger wird es ja prozentuell auch zu steigen. Aber China scheint jetzt hier, die Regierung scheint hier zu sagen, Leute, dieser Konsumrausch, den wollen wir nicht. China State Newspaper blasts Warship of Turnover, also praktisch eine Kriegsführung da der Umsätze.
Man solle sich doch mehr auf Substanz und auf Technologie konzentrieren, so der Tenor. Wir sehen, dass Dalian, diese Stadt, sehr starke Anstiege bei Corona-Fällen meldet. Und Dalian ist ein ganz zentraler Hafen. Es liegt hier fast schon an der Grenze zu Nordkorea. Zentraler Hafen für Rohstoffe, ist der Rohstoffumschlagplatz in China schlechthin. Und in Taiwan hat man, in Sachen Taiwan hat China jetzt gefordert, dass die USA unmittelbar alle offiziellen Kontakte abbrechen. Da sind ein paar Amerikaner zu Besuch, Politiker zu Besuch, eine Delegation. Das stößt den Chinesen auf. Wir sehen, dass insgesamt dieser ganze Immobiliensektor heute wieder hausiert. Evergrande steigt, nachdem man angeblich seine Verpflichtung bedient hat durch die Anleihe. Das ist alles noch nicht sicher. Jedenfalls gibt es Gerüchte, dass jetzt die politische Kaste versucht, die Kontrollen für Kredite zu lockern in Sachen Kredite an den Property-Sektor, also an den Immobiliensektor. Das ist das große Problem. Die bekamen praktisch keine Kredite mehr. Deswegen sind die ja so in Zahlungsschwierigkeiten. Eine Evergrande, eine Kaiser. Aber kannst du sozusagen einen solchen Golem, ein solches Zombie nochmal irgendwie zum Leben erwecken? Die sind faktisch platt, weil sie kein Geschäftsmodell mehr haben. Das funktioniert. Die Bedeutung des chinesischen Immobilienmarkts kann man nicht überschätzen für die Entwicklung in China insgesamt. Und kommen wir nochmal nach Europa. Wenn wir jetzt hier uns mal die Corona-Situation anschauen, dann sehen wir, wie weit das auseinanderdriftet derzeit. Österreich massive Anstiege, relativ geringe Impfquote, by the way, Holland, dann Dänemark, dann Deutschland. Dann unten, also mit wenig Fällen, Frankreich, Italien, Spanien. Das sind die Länder, vor allem Italien, Spanien, die eine relativ hohe Impfquote haben oder wo sozusagen auch der Leidensdruck in der ersten Corona-Welle so stark war. Spanische Ärzte sind teilweise in, wie mir jemand jetzt kürzlich erzählt hat, mit dem ich Tennis spiele, ein Arzt, die sind bei Online-Konferenzen in Tränen ausgebrochen über das Leid, das sie da gesehen haben. Die sind traumatisiert, meinte er, und die wollten das nicht mehr erleben. Deswegen ist in Spanien zum Beispiel die Zustimmung zu Impfungen extrem weit verbreitet. Gut, ich weiß, es ist ein sensibles Thema, aber kommen wir nochmal abschließend hier zum DAX, der sich außergewöhnlich gut hält. Der kann sich so ein bisschen abkoppeln von den Amerikanern. Darüber hat mein Kollege Stefan Jäger heute ganz frisch aus der Druckpresse einen Artikel geschrieben mit den Aussichten. Was wird wichtig? Warum entkoppelt sich der DAX? Schauen Sie da rein, werde ich unter dem Video verlinken und sage jetzt Servus und Ciao. Das wichtige Datum heute 16 Uhr, Verbrauchervertrauen Uni Michigan bei finanzmarktwelt.de. Servus und Ciao.